Marie-Mann, Schatz, du arbeitest als Meditationslehrerin und hast vor kurzem gerade einen Wochenendkurs in der Schweiz geleitet. Worum ist es bei diesem Kurs gegangen? Der Kurs, den ich jetzt unterrichtet habe, ist ein Metta-Meditationskurs. Und in diesem Kurs wird vermittelt, wie Menschen zu wohlwollenden Absichten in sich selbst finden können, wie sie Herz-zu-Herz-Kontakt herstellen können zwischen sich und anderen Menschen und wie sie überhaupt einen Zugang zu ihrem eigenen Herzen finden. Das setzt ja wahrscheinlich voraus bei den Teilnehmern, dass sie schon ein bisschen was können, punkto Meditation. Was möchtest du dort vermitteln? Also die Meditation, was ist das eigentlich? Viele kommen zur Meditation, um innere Ruhe zu finden, um Frieden zu finden, um bei sich selbst anzukommen. Und die meisten, die in dieses Zentrum kommen, die haben schon vorher Erfahrungen gemacht mit der Achtsamkeitsmeditation oder auch Vipassana-Meditation. Das heißt, sie haben geübt, in jedem Moment im Alltag so anwesend wie möglich zu sein. Sie haben geübt, ihren eigenen Atem zu spüren, ihre Körperempfindungen genau wahrzunehmen. Also sie haben schon eine Grundlage an Achtsamkeitsübung, die sie mitbringen, wenn sie dann zu mir in den Kurs kommen. Das klingt sehr vielversprechend, diese Sache mit der Achtsamkeit, auch im Alltag. Könnten wir das auch haben, jetzt wir zwei hier in diesem Gespräch? Lässt sich das umsetzen? Man kann eigentlich jeden Moment versuchen, so viel wie möglich die Sinne zu öffnen und wahrzunehmen, was jetzt in diesem Moment passiert. Ich spüre den Druck des Körpers auf dem Stuhl, ich kann meine Füße auf dem Boden fühlen, ich spüre die Wärme der Luft auf meiner Haut, ich kann riechen, hören, sehen, all diese Sinnesempfindungen geschehen gleichzeitig und ich versuche sie möglichst wach in meinem Bewusstsein zu haben. Also nicht während ich all diese Erfahrungen mache, an etwas anderes zu denken, sondern genau zu fühlen, was jetzt hier in diesem Moment mit mir passiert. Das klingt nach einem ziemlich sinnlichen Erlebnis. Ist das, worum es geht? Das würde ich sagen, ja. Ich finde, das ist eine sehr sinnliche Erfahrung. Ich kann mir eigentlich gar nichts Sinnlicheres vorstellen als das. Allerdings sitzen die Leute da auf Kissen über Stunden, bewegen sich nicht. Das ist doch dann wieder nicht ganz das sinnliche Erleben. Das sieht erstmal so aus, aber ich glaube, man muss das lange üben, weil wir das überhaupt nicht gewohnt sind, in allen Sinneserfahrungen und auf allen Ebenen wach zu sein. Wir sind es eher gewohnt, im Alltag in Gedanken verloren zu gehen, in Vorstellungen zu sein, Erwartungen zu haben, Bilder uns zu machen. Und darin gehen wir so verloren, dass wir gar nicht merken, was in diesem Moment in unserem Leben passiert. Und deshalb werden wir dann auf das Kissen gerufen und wir schließen die Augen und richten die Aufmerksamkeit ganz tief nach innen, um überhaupt erst einmal unsere Erfahrung und unsere Erfahrungsabläufe kennenzulernen. Das ist wie ein Deklinieren oder Herunterfahren der Erfahrung auf die kleinstmögliche Einheit, die wir uns vorstellen können. Es ist witzig, wenn du sagst, wir verlieren uns in Gedanken. Ich hatte jetzt gerade vielleicht den Gedanken, ich würde mich dann verlieren in meinen Körperempfindungen und meinen sinnlichen Wahrnehmungen. Das wäre schön, wenn das so wäre. Warum soll das eine besser sein als das andere? Ja, eigentlich kann man sich nicht verlieren im Körper, denn wenn wir die Sinne im Körper wahrnehmen, dann sind wir wirklich in diesem Moment anwesend, dann sind wir nicht verloren. Verloren gehen wir in der Vorstellung und in den Weiten des Geistes. Aber der Körper ist jetzt in diesem Moment und nirgend, der kann nicht gestern sein und der kann nicht morgen sein. Der kann nur jetzt in diesem Moment erfahren werden. Und in dem Moment, wo ich den Körper spüre, bin ich jetzt ganz anwesend. Gut, das will ich haben. Kriege ich das von dir? Den Körper jetzt in diesem Moment zu spüren, das könnte man zum Beispiel machen, indem man
hineinfühlt, was kann ich jetzt in diesem Moment erspüren? Ich schließe mal meine Augen. Und du richtest die Aufmerksamkeit auf die Haltung. Du kannst fühlen, Soll ich da irgendwas ändern oder alles so lassen, wie es ist, lassen, ne? nichts, einfach nur zur Ruhe kommen lassen. Und wir beginnen als erstes eigentlich immer damit, den Druck des Körpers auf dem Boden zu spüren, zu fühlen, wo Kontakt stattfindet zwischen dem Körper und der Umwelt. Also kann ich meine Füße spüren, kann ich den Rücken, den Po, die Beine irgendwo auffliegen spüren. Was machen meine Hände in diesem Moment? Welche Haltung habe ich? Da gibt es also nichts richtig oder falsch dabei. Da ist überhaupt nichts richtig oder falsch, sondern das ist immer so, wie es jetzt in diesem Moment ist. Und ich versuche nichts daran zu ändern, sondern es einfach nur so wahrzunehmen, wie es jetzt erscheint für mich. Und von dieser Berührungskontakt, den wir als allererstes wahrnehmen und von der Haltung, die wir spüren können, kann dann die Aufmerksamkeit weiter nach innen gehen und wir fühlen zum Beispiel Bewegung im Körper. Wir können Spannung spüren oder Festigkeit, Druck oder Knoten. Zerren, ziehen. Es gibt eine Unmenge von inneren Erfahrungen, die man beschreiben kann, wenn man sich tiefer darauf einlässt. Soll ich sie überhaupt beschreiben oder ist es nicht etwas anderes? Es beginnt immer erst einmal damit zu fühlen und der nächste Schritt dann ist das Gefühl zu benennen. Denn erst in dem Moment, wo ich die Erfahrung benennen kann, mache ich sie mir auch wirklich zu eigen. Sonst entschwindet sie mir zu leicht wieder. Aber wir suchen nicht krampfhaft nach einem Wort für die Erfahrung. Manchmal kommt es leicht, dann nehmen wir es oder wir lassen die Erfahrung einfach so, wie sie jetzt ist. Und der Meditierende sammelt dann die Aufmerksamkeit nach einer Weile in der Bewegung des Atems. Das heißt, wir spüren das Kommen und Gehen der Atemzüge und versuchen so genau wie möglich vom Beginn des Einatmens bis zum Ende des Ausatmens die unterschiedlichsten Empfindungen wahrzunehmen, die der Körper dabei registriert. Dann erleben wir, dass wir in Gedanken ganz schnell davonziehen, dass es sehr schwierig ist, bei der reinen Empfindung im Körper zu bleiben. Und unsere Übung besteht darin, immer wieder zurückzukehren zu der Empfindung im Körper. Also uns nicht zu verurteilen für das Weggehen und nicht mit uns böse zu sein, weil wir verloren gehen in Gedanken, sondern einfach nur wahrzunehmen, aha, jetzt habe ich wieder über etwas ganz anderes nachgedacht, jetzt war ich bei gestern oder morgen. Und in dem Moment, wo ich das merke, kehre ich zurück zu der Empfindung, die ich jetzt habe beim Atmen.
ist was weiträumig geworden bei mir. Ich hatte auch diese Gefühle von, diese Wahrnehmung von Gedanken und vom Druck der Kopfhörer, die ich jetzt mal ablege. Und allerlei Gedanken, ob das jetzt noch richtig läuft, das Interview, und ob das gut geht. Und sobald ich dann Fühlung aufgenommen habe mit meinem Atem, mit diesen Körperempfindungen zunächst, merke, wie die Füße auf dem Boden stehen, wie ich sitze, dann ist in mir Raum entstanden und ist was Weiträumiges geworden. Jetzt fühle ich mich wie im leicht anders anwesend. Geht das dir auch so? Ist das für dich das Normale, oder? Ich glaube, man beginnt in dem Moment in den inneren Raum einzutreten und zu spüren, wie groß der ist und wie geradezu unendlich weit der ist, dieser innere Raum. Und das ist immer ein Genuss, diese Tür aufzumachen nach innen und zu merken, ah, jetzt kann ich bei mir selber ankommen. Und schau, wie viel Platz da ist und wie kann ich mich jetzt hier in mir zu Hause machen. Diese Einladung zu bekommen, bei sich zu sein, das ist schon so ein erstes zur Ruhe kommen und aufatmen und Frieden finden in dem Moment dann auch in sich. Möchte man gerne öfter haben, so ein Gefühl? Gibt es da einen Trick, den du den Leuten mitgibst, also mir mitgeben kannst? Der Trick ist das, was alle Lehrer seit Jahrtausenden immer wieder lehren, sei jetzt in diesem Augenblick einzig und allein. Kehr immer in diesem Augenblick zurück zu dir, zu deinen innersten Empfindungen. Das ist alles, was wir üben, unablässig. Es geht ja so schnell vergessen, immer wieder, ne? Genau, und deswegen ist eigentlich die Kunst, sich zu erinnern an diesen Augenblick. Das ist das, was wir immer wieder üben müssen, die Erinnerung wachzurufen. Was erinnert dich immer mal wieder? Man kann sich Brücken schaffen, indem man sich zum Beispiel irgendwo Zettel aufhängt und sagt, erinnere dich, oder indem man weise Lehrer anschaut und Bilder von denen im Raum hat, oder man guck zu Menschen hin, die besonders wach wirken oder präsent sind. Das erinnert. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, selbst immer wieder zu üben. Und das heißt, sich regelmäßig in Stille hinzusetzen und sich ganz konzentriert zu erinnern. Wenn wir das jeden Morgen machen, dann gehen wir anders durch den Tag, weil wir uns dann öfter erinnern werden an das, was wir am Morgen geübt haben. Das gibt so eine Rückverbindung oder eine Brücke auch. Das ist wie ein natürliches Feedback-System, dass man sich dann immer wieder in die Gegenwart zurückruft, wenn man das einmal am Tag ganz bewusst gemacht hat für eine längere Zeit. Ich hatte plötzlich auch die Vorstellung, wir haben uns da in dieser Übung ein bisschen gegenseitig hypnotisiert. Spielt das da auch rein? Hypnotisieren hat eher was damit zu tun, sich etwas einzureden. Und ich glaube, Meditation ist genau das Gegenteil. Das ist sich das Ausreden, sich in die Erfahrung zurückbringen, in das Spüren. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich etwas vorredet. Also du willst nicht eine besonders gute Trance-Stimme oder sowas haben, um die Leute da reinzubringen und sie wieder rauszuholen und solche Dinge? Nein, Trance und Hypnose oder Suggestion, das ist alles genau das Gegenteil von Meditation. Meditation ist wirklich das Erspüren der Erfahrung in diesem Moment. Und Hypnose hat etwas damit zu tun, einen bestimmten geistigen Raum zu erzeugen, etwas haben zu wollen, was jetzt nicht ist. Aber in der Meditation, da wird uns das geschenkt, was jetzt in dem Moment wirklich ist. Das ist also genau die entgegengesetzte Bewegung. Wird aber ganz leicht verwechselt. Die Frage wird mir oft gestellt. Viele verwechseln das.
Und man würde ja auch gerne also so ein bisschen positiver denken oder der Weg zum Erfolg und solche Dinge. Man würde sich so gerne Gutes einreden können und dann hinterher sagen, ja, wenn ich nur ganz oft das mache, dann habe ich es auch ganz fest zur Verfügung. Doch das widerspricht genau unserer Erfahrung, die wir in der Meditation machen, dass es nichts gibt, was wir sicher festhalten können. Und das Einzige, was wir wirklich lernen, ist, von Moment zu Moment in dem Fluss des Lebens mitzugehen. Und das, wenn wir diese Übung immer wieder vollziehen, dann bekommen wir eine Fähigkeit im Mitschwimmen, im Loslassen, im Fluss bleiben. Und das wiederum ist genau das Gegenteil vom sich einreden, so soll es sein. Du bist ja zur Meditationslehrerin geworden, indem du diese Erfahrungen vertieft hast. Ich glaube, Monate hast du Retreats gemacht, also Monate dich der Meditation gewidmet. Klingt das heute noch nach, diese Erfahrungen in dir? In jedem Fall, man muss, um Meditation unterrichten zu können, lange Zeit in tiefes Schweigen gehen, um wirklich den Geist in all seinen Dimensionen erforschen zu können. Und wenn man einmal in China war oder einmal die Südspitze von Australien kennengelernt hat, dann wird man sich immer daran erinnern. Und im Geist ist das natürlich genauso. Man hat die verschiedenen Dimensionen des Geistes kennengelernt und die bleiben dann immer wach und lebendig in uns vorhanden. Und sie sind sehr wichtig, weil wir ja in jedem Menschen einem neuen, unbekannten Geist begegnen, und je mehr wir von uns selbst wissen, desto mehr können wir nachvollziehen in dem anderen. Deshalb braucht die Lehrerin viel Vorerfahrung in der Stille mit sich selbst. Was geschieht da mit einem, wenn man sich so lange auf diese Dinge einlässt? Wird man unglaublich langsam oder ist das nur ein Aspekt, der wieder vorübergeht? Man wird sehr langsam und sehr still, und gleichzeitig beginnt man festzustellen, wie laut die Gedanken im Geist sind, und man lernt sehr viele verschiedene Ebenen von Gedanken kennen, die alle gleichzeitig ablaufen, die ich erlebt habe, wie verschiedene Tonspuren, die übereinander liegen. Zuerst waren es 2 oder 3 Spuren, nachher konnte ich bis zu 10 oder 12 verschiedene Spuren übereinander liegend unterscheiden. Das ist dann schon ziemlich erstaunlich zu sehen, was alles gleichzeitig in uns stattfindet. Manchmal auch erschreckend. Da kehrst du zurück in ein Leben, du bist ja in Berlin beheimatet, wo dann diese Tonspuren weiterhin ablaufen, ohne dass sie bemerkt werden oft. Sehnt man sich da nicht öfter mal zurück in die Höhle oder in diese Klause, wo du diese Meditationserfahrungen machen konntest? Ich glaube, dass wir als Lehrer dann immer wieder die Erfahrung brauchen, in die tiefe Stille zu gehen, um zur Essenz unseres Daseins wieder die Verbindung herzustellen, um wirklich die einzelnen Wurzeln des eigenen Seins wieder erspüren zu können, brauchen wir die tiefe Stille. Und da entsteht ein ganz natürliches Bedürfnis, regelmäßig lange Zeiten des Schweigens zu erleben. Das ist aber nicht eine Flucht aus deinem anderen Leben in der Welt. Ich würde das immer eher als eine Ergänzung betrachten, als ein Ausbalancieren des Alltags, dass es dieses und jenes gleichzeitig gibt in meinem Leben. Ich kann ja nicht fliehen vor dem, was jetzt ist. Und in der Meditation kehre ich genau dahin zurück. Mehr als anwesend sein kann ich nicht. Im Alltag genauso wenig wie in der Meditation. Und davon kann ich mich nicht flüchten. Gelassenheit und edler Gleichmut, das sind die Gemütszustände, die ich mit Meditation verbinde. In deinem Buch sprichst du ausdrücklich und aber auch von ganz anderen Gefühlen, von Neid, von Zorn, von Schmerz. Und die gehören offensichtlich auch dazu.
wird man die denn nie los, wenn man da so heftig drauf los meditiert? Je mehr man sie loswerden möchte, desto stärker werden sie. Und der Meditationsprozess besteht darin, diese Gefühle kennenzulernen in sich und sie ganz und gar in sich anzunehmen, keinen Widerwillen gegen sie zu haben. Unsere Schwierigkeiten im Umgang mit Gefühlen bestehen ja darin, dass wir sie nicht haben wollen, dass sie so unangenehm sind, dass wir sie am liebsten nicht spüren. Und nun lernen wir in der Meditation, alles zu fühlen, was in diesem Moment stattfindet. Das heißt auch die unangenehmen Gefühle, die schwierigen, die Trauer, die Sehnsucht, die Verzweiflung, so genau wie möglich zu spüren. Und wir machen die Erfahrung, dass je deutlicher wir sie wahrnehmen in uns, desto eher verschwinden sie auch wieder, desto eher können wir sie auch wieder loslassen. Gefühle wollen eigentlich nur ganz und gar erlebt werden. Sie schwappen wie eine große Welle durch uns durch und verlassen uns dann wieder, wenn wir sie ganz und gar gespürt haben. Das ist irgendwo ein Paradox, ne? Also. Das ist paradox. Ich glaube, so wie das ganze Leben, wie unsere gesamte Erfahrung paradox erscheint. Wir versuchen immer irgendetwas Bestimmtes damit zu machen und dann gibt es Schwierigkeiten. In dem Moment, wo wir sie sein lassen können, wie sie sind, lösen sie sich auf wie Seifenblasen. Und das alles, das kommt auf, wenn du in Meditation bist, wenn du das pflegst. Also in diesen geschützten Räumen treten auch die unangenehmen Gefühle auf. Das Verwunderliche ist ja, dass dadurch, dass wir Meditation üben, das ist so eine ganz einfache Aufgabe, jeden Moment in die Gegenwart zurückzukehren. Und in dem Widerstand gegen diese einfache Aufgabe bäumen sich unsere Gefühle auf. Alles, was wir nicht haben wollen, zeigt sich im Widerstand gegen diese einfache Aufgabe. Und da werden wir dann mit allen Gefühlen konfrontiert, die wir in unserem Leben kennen, die kommen automatisch hoch in dem Moment. Das ist sehr erstaunlich für alle, die lange Zeit meditieren, das zu erleben. Also von außen gesehen sieht es aus, als ob da achtsam gewandelt wird und meditativ versenkt und so weiter, aber innen toben Kämpfe unter Umständen. Das ist unglaublich, was innen tobt. Wenn ich mit den Einzelnen spreche und hinterher die Gruppe in aller Stille vor mir sitzen habe, unbewegte Gesichter, und ich weiß, was in den Einzelnen stattfindet, das erahnt man nicht und das wissen die Menschen im Kurs auch nicht voneinander, zum Glück, weil sonst wären sie oft auch sehr erschrocken über das, was sie von ihrem Nachbar erfahren könnten. Du hörst es, du musst irgendwie damit umgehen, du siehst dann diese Gesichter wieder. In den Schweigekursen gehört es dazu, dass wir regelmäßig Gespräche führen mit den Einzelnen, weil es zu schwer ist, für sich alleine lange Zeit in der Stille zu bleiben und in die Tiefen des eigenen Geistes zu schauen. Man sieht zu viel Erschreckendes und oft brauchen Menschen Unterstützung dabei, wie sie das verarbeiten können, was sie da von sich selbst sehen. Nicht umsonst versuchen wir im Alltag ständig zu fliehen, nicht umsonst suchen wir ständig Anreize von außen, um nicht wahrzunehmen, was in uns selbst passiert. Und dafür brauchen wir die Unterstützung des Meditationslehrers, der Lehrerin. Also andersrum gesagt, du könntest dir dann nicht leisten, da selber auch mit diesen Gefühlen zu tun zu haben. In dem gleichen Moment, wo ich dann andere berate, brauche ich in mir Offenheit und liebevolle Zuwendung. Wenn ich dann in dem Moment selbst sehr unglücklich und verzweifelt wäre, würde es mir schwer fallen, dem anderen die nötige Offenheit entgegenzubringen. Und das ist natürlich auch ein Teil meines Ausbildungsprozesses, mit meinen Gefühlen so umgehen zu können, dass sie nicht zwischen mir und dem anderen stehen. Und dann handelt dein Buch auch von der Liebe, von der Kraft des Herzens.
Das ist doch einigermaßen überraschend, denn man kann sich einfach schlecht vorstellen, dass sich der Buddha zu seinen Zeiten in seiner Rolle öfter mal verliebt hat und dass er seine Schüler in Herzensangelegenheiten beraten haben soll. Oder ist da was anderes gemeint? Ich glaube auch nicht, dass sich der Buddha verliebt hat. Und man sagt, Menschen, die all seine Schriften studiert haben, sagen, dass der Buddha eigentlich sehr selten das Wort Liebe überhaupt in den Mund genommen hat. Dass er immer von Sympathie gesprochen hat. Und Liebe nur, das Wort Liebe nur benutzt hat für sehr hohe Formen von Konzentration. Und seine Schüler, die haben sich daran gehalten und die sind nicht zu ihm gegangen, um zu wissen, soll ich die heiraten oder die andere, oder solche profanen Dinge wurden da nicht verhandelt. Er hat ja viele Laienschüler gehabt und die haben sicher ihm auch solche Fragen gestellt und er hat sie so gut er konnte beraten. Ich glaube, seine Anleitungen gingen immer in die Richtung, Wohlwollen zu üben, ein offenes Herz zu haben für das Gegenüber. Er hat immer wieder gefragt, mit welcher Absicht gehst du in die Begegnung mit dem anderen? Was ist das, was du möchtest von dem anderen? Was willst du erreichen? Aber wenn du sagst offenes Herz, dann geht es ja erst richtig los. Also da, das Herz ist dann nicht die Instanz, die Gefahr mit sich bringt im Sinn von Anhaftung und Problemen, Verstrickungen mit der Welt? Das kommt natürlich, solange wir etwas haben wollen oder nicht haben wollen. Solange wir Einfluss nehmen wollen auf das, was geschieht. Und am Anfang beginnen wir alle mit dem haben wollen und dem nicht haben wollen. Wir sind alle gefangen in Vorstellungen, bestimmte Dinge für uns zu erreichen, bestimmte Menschen für uns zu gewinnen, andere Menschen nicht in unserem Leben haben zu wollen. Unser Lernprozess in der Meditation besteht darin, Begegnung so anzunehmen, wie sie in dem Moment ist und uns nicht dagegen zu wehren und auch nicht sie herbeizuzerren, also in keinerlei Reaktion zu gehen auf das, was geschieht. Und das ist ein jahrzehntelanges Lernen, was da stattfindet. Das lernt man nicht auf die Schnelle, das braucht sehr viel Geduld und sehr viel Übung, aber es lohnt sich wirklich, weil wir mit der Zeit merken, wie wir immer sicherer in uns selber werden und immer weniger abhängig von dem, was außen geschieht. Ist das nicht auch eine kühle Welt, eine kalte Welt, wo die Beziehungen dann auf so einem Prinzip basieren? Wenn sie nicht sinnlich wäre, dann wäre das, glaube ich, so. Und viele Menschen fürchten das auch. Das werde ich oft gefragt. Ist das denn nicht Gleichgültigkeit, was wir dann erzeugen? In Gleichgültigkeit steckt immer auch noch Abwehr mit drin. Und es geht genau darum, nicht abzuwehren, sondern ganz und gar anwesend zu sein. Und das ist deswegen eine sehr vollständige, umfassende Erfahrungsweise, die, man könnte sagen, sehr lustvoll ist, die sehr rund und ganz ist, eine sehr ganzheitliche Erfahrung. Warm, lebendig, bunt, alle schönen Eigenschaften sind für mich darin enthalten. Das ist nun kein Widerspruch zu der buddhistischen Lehre. Das ist ein Teil davon, so wie du das darstellst. Für mich ja, solange ich nicht das festhalten möchte, was ich erfahre. In dem Moment, wo ich sage, ach, es ist so schön, so soll es bleiben, da sitze ich fest. Und das entspricht nicht der buddhistischen Lehre. Aber ich kann voll und ganz in diesem Moment glücklich sein. Dagegen gibt es nichts einzuwenden. Und das Glück würde nicht darin bestehen, was zu kriegen oder zu für sich in Anspruch nehmen zu können. Genau, das ist das Entscheidende, für sich das zu begreifen, dass wir das nicht können, dass wir gar nicht die Macht haben, etwas für uns in Anspruch zu nehmen, weil wir keine Gewalt haben über das, was geschieht. Und dann nicht resignieren auch, also nicht zurückziehen, sondern ich kann es ja doch nicht, irgendwas tust du, du leitest ja an zu dieser Metta-Meditation, die förderlich sein soll in diesem Zusammenhang.
Die Hilfe von außen. Also, es geht ums Annehmen, ums Geschehen lassen, ums Akzeptieren, auch in der Liebe. Und dennoch gibt es eine Übung, die du den Leuten gibst, die du selber praktizierst. Du nennst das die Metta-Meditation. Also etwas lässt sich tun in diesem Bereich. Wie ist das zu verstehen? Dazu muss man als Voraussetzung wissen, dass wir im Buddhismus davon ausgehen, dass unsere Erfahrung der Welt geprägt wird durch unseren Geisteszustand. Wenn wir im Geist eng sind, verzweifelt, düster, dann schaut uns die Welt dunkel entgegen. Wenn wir uns im Geist frei und glücklich fühlen und gute Gefühle haben, dann zeigt sich das auch in unserer Wahrnehmung der Welt. In der Metta-Meditation machen wir es jetzt so, dass wir ganz bewusst bestimmte Gedanken im Geist aussehen, dass wir uns sagen, mögest du glücklich sein, mögest du gute Erfahrungen haben, mögest du dich sicher und geborgen fühlen in der Welt, zum Beispiel solche Sätze. Und in dem Moment, wo wir diese Sätze sprechen, ist im Geist kein Platz für schwierige, negative Wahrnehmungen. Man beginnt immer damit, diese Sätze zu sich selbst hinzusprechen, weil wir es brauchen, dass wir uns selbst ganz annehmen und akzeptieren können, um andere Menschen und um unser Leben und die Welt annehmen zu können. So ist man also zuerst immer auf sich selbst konzentriert. Dein Buch, das im Frühjahr erschienen ist, heißt Lieben und Loslassen. Du hast diese Zusammenhänge darin dargestellt, auch Liebe und Liebe, verschieden beleuchtet aus verschiedenen Blickwinkeln. Ausgerechnet in diesem Jahr ist dann auch eine Beziehung, eine langjährige mit deinem Partner auseinandergegangen. Ist das nicht geradezu unheimlich, dass du diesen Titel in die Welt setzt und dann geschieht das? Mich haben einige Freunde darauf angesprochen und ich glaube selber auch, dass es da tatsächlich einen Zusammenhang gibt, dass es so etwas war wie ein geheimes inneres Programm, das ich da ausgeschrieben habe. Und ich habe mir das Lieben zur Aufgabe gemacht und ich habe mir das Loslassen selbst zur Aufgabe gemacht und nun bekomme ich vom Universum die Aufgabe übertragen, dieses Loslassen auch wirklich ganz zu vollziehen. Und ich glaube, da gibt es noch sehr viel für mich zu lernen. Das habe ich gerade auch in dieser für mich schweren Zeit, bemerkt. Und es verwundert mich nicht, dass das jetzt, auf diese Weise in meinem Leben zusammenkommt. Ich sehe das auch oft bei anderen Künstlern, dass sie die Themen, die sie sich setzen im Leben, ganz und gar verkörpern müssen. Das ist doch schon eine ziemlich gelassene Marimandschatz. Das ist, glaube ich, schon 3, 4 Monate her. Gab es da nicht auch heißere Zeiten, also wo du es wirklich als unheimlich empfunden hast, wo du vielleicht gesagt hättest, lieber das Buch zurücknehmen und die Beziehung wieder kriegen oder sowas? Nein, das kann ich eigentlich nicht sagen. Das wirklich Verrückte für mich ist, dass in dem Moment, als ich den Buchtitel festgelegt habe, dass ich eigentlich schon wusste, dass es diese Konsequenz haben würde. Und als es dann tatsächlich geschah, konnte ich mich schon erinnern an das, was ich 2 Jahre zuvor gedacht habe. Und das Leben hat eigentlich seinen für mich sinnvollen Verlauf damit genommen. Auch wenn es sehr schwer war, das ist kein Widerspruch für mich. Du hast gelitten, ne? Das ist also diese. Ich habe gelitten, gejammert und gejault und mein Lernen bestand darin, mir das selbst ganz und gar zuzugestehen, zu jammern und zu jaulen und verzweifelt zu sein und das voll und ganz zu spüren und eben genau zu merken, wo das Nicht-Haben-Wollen bei mir in meine Erfahrung hineinkommt und immer wieder die Akzeptanz des gegenwärtigen Augenblicks zu üben.
Das Nicht-Haben-Wollen von Schmerz und. Das Nicht-Haben-Wollen der Trennung, das Nicht-Haben-Wollen dieser Erfahrung. Da gibt es ja vieles, was einem höchst unangenehm ist in dem Moment. Aber es gibt nichts zu revidieren, also an diesem Aussage lieben und loslassen, das gehört zusammen. Manche meinen, dass das sogar ein und dasselbe ist. Und so könnte man das vielleicht auch verstehen, dass es die beiden Seiten der gleichen Medaille sind, dass man eigentlich nur wirklich lieben kann, indem man auch ganz und gar loslassen kann. Aber ich muss sagen, ich habe selber das Gefühl, dass ich eigentlich da ganz und gar am Anfang stehe. Auch wenn ich jetzt ein ganzes Buch darüber geschrieben habe, scheint es mir so, dass ich wirklich erst beginne zu begreifen, was es tatsächlich heißt. Denn es ist ja auch so, dass man das, was man sich denkt und aufschreibt, nochmal etwas ganz anderes ist als das, was man dann tatsächlich erlebt und erfährt. Das kann man ja auch nicht vergleichen. Anfängergeist gibt es ein Stichwort im Buddhismus. Das ist das, was wir immer wieder üben, zu begreifen, dass wir eigentlich gar nichts wissen und dass das Leben so überraschend ist in jedem Moment, dass wir es gar nicht in Worte fassen können.